بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Wir hatten das letzte Mal weitergemacht mit Surat Al-Falaq und kommen nun zur nächsten Aya, und zwar der Aussage Allahs Jalla wa Ala: وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Und vor dem Übel der Knotenbläserinnen. Hier geht es nun um die Zauberei und um dieses Übel. Und wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, dass diese Sure unterschiedliche Formen des Unheils andeutet oder erwähnt. Und dazu gehört Äußeres Unheil und Inneres, beziehungsweise Selbstverschuldetes und Nicht-Selbstverschuldetes. Und die Zauberei ist nun eine Sache, die von außen einwirkt auf den Menschen. Die Zauberei ist eine Sache, eine Tatsache, die vorhanden ist. Und wir reden hier nicht vom Hasen, der aus dem Zylinder rausgenommen wird, oder den Zauberstab, der zu einer Schnur wird und solche Sachen, sondern wir reden hier von Zauberei, die im Sinne des, also in Verbindung mit den Dschinn umgesetzt wird. Also keine optische Täuschungen, das nicht darum geht es, ja, Fertigkeiten mit der Münze irgendwie da was aus dem Ärmel und so weiter. Nicht das ist mit Zauberei gemeint, sondern die Zauberei ist tatsächlich die Benutzung der Dschinn für Zwecke der Zauberei. Und die Zauberei wurde sehr oft schon, oder ist sehr, sehr alt. Ja, wir wissen die Geschichte von Musa alaihi salam, und das war das Wunder überhaupt, dass Allah azza wa jal dem Propheten Musa mitgebracht hatte oder mitgegeben hatte zu Pharaon, weil damals die Zauberei gang und gäbe war und verbreitet war. Und Allah Jalla wa Ala hat im Koran davor gewarnt, dass man in diese Zauberei fällt. Denn Zauberei führt zum Unglauben. Warum ist die Zauberei so fatal und führt zum Unglauben? Weil diese Dschinn, die man benutzt für die Zauberei, erst dann aktiv werden, wenn man einen Akt ausführt, der ein Akt des Unglaubens ist. Das heißt, Zauberer, wenn sie denn Zauberer werden wollen, müssen sie unterschiedliche Sachen tun, damit dieser Dschinn zufrieden ist mit diesem Zauberer, mit dieser Person, die zaubern möchte, und dann eben das tut, was dieser Mensch möchte. Dazu gehört zum Beispiel, dass man den Koran erniedrigt, indem man darauf uriniert oder in die Toilette steckt oder sowas ähnliches. Also tatsächlich Angelegenheiten, die symbolisieren sollen, dass man sich lossagt von dieser Religion, vom Koran. Und daher ist die Zauberei ein Akt des Unglaubens. Also jeder Zauberer glaubt nicht mehr an Allah subhanahu wa ta'ala. Und leider ist Zauberei sehr, sehr verbreitet in der muslimischen Welt. Und Allah Jalla wa Ala erwähnte im Koran in Surat Al-Baqarah eine Form der Zauberei, und zwar die Zauberei der Trennung. At-Tafriq heißt das. Und zwar heißt, also bedeutet diese Zauberei, dass man Eheleute trennen möchte aufgrund von Zauberei. Wie funktioniert das? Der Zauberer, also eine Person geht zum Zauberer, was natürlich haram ist, ja, geht zum Zauberer und sagt: Hör mal zu, ich möchte gerne, dass Herr X und Frau Y sich trennen, ja, aus welchem Grund auch immer, und mach das mal bitte. Dann werden die Dschinn berufen, ja, auf einer bestimmten Art und Weise, und dieser Dschinn geht dann zu diesen Eheleuten und verursacht Streit. Es kann auch sein, dass
den Blick ändert. Ja? Also, dass man nicht mehr den Ehepartner mag, dass man ihn nicht mehr für gut aussehend betrachtet oder sowas Ähnliches, oder dass man sich anfängt zu ekeln oder irgendetwas. Ja? Oder es kommt Streit. Man ist nicht mehr geduldig, nicht mehr nachsichtig. Es kommt zu Streit. Und dieser Streit soll natürlich am Ende das Ergebnis haben, dass sie sich trennen. Und Ar-Rasul alayhi salatu wasalam erwähnte, dass diese Aufgabe, die Zerstörung der Eheleute oder der Ehe, dass das mit Abstand das Größte ist, was sich Shaitan, also Iblis überhaupt, verlangt oder auch dafür belohnt. Denn der Prophet sallallahu alayhi wasalam sagte, Iblis schlägt seinen Thron über das Wasser und ruft dann seine Gefolgsleute, seine Untertanen, seine Shayatin, die Teufel, die Satane, und fragt sie, was habt ihr heute erledigt? Welchen Job habt ihr ausgeführt? Dann sagt der eine, ich war so lange am Einflüstern, bis er Alkohol getrunken hat. Dann sagt Iblis, das ist nichts. Der nächste bitte. Dann sagt er, ich habe so lange eingeflüstert, zum Beispiel, bis er Sinner gemacht hat oder irgendeine andere Sünde. Und immer wieder sagt Iblis, das ist gar nichts. Bis der eine Teufel kommt und sagt, ich habe so lange Streit gestiftet zwischen den Eheleuten, bis sie sich getrennt haben. Dann sagt der Teufel, du bist es, und gibt ihm eine Krone. Warum? Warum freut sich Shaitan nicht so sehr, wenn die Teufel einflüstern, dass man eine Sünde macht, und er freut sich, wenn die Ehe zerstört wird, ja? Barakallahu fiek. Familien sind die Bausteine einer Gesellschaft. Eine Gesellschaft ist nichts anderes als mehrere Familien zusammen. Und wenn dieser Baustein porös wird oder kaputt geht, dann ist ein Teil der Gesellschaft zerstört worden. Und das möchte er. Wenn die Gesellschaft nicht mehr zusammenhält, nicht mehr intakt ist, dann, wie er gesagt hat, kann die nächste Generation nicht mehr so effektiv sein, wie es sein sollte. Und deswegen weiß jeder, ob jetzt religiös oder nicht religiös, wo entsteht Kriminalität mehr, wo es keinen familiären Halt gibt, keine sozialen, stabilen Strukturen gibt. Und das ist eben Ziel des Teufels, damit umso mehr Unheil entsteht. Also die Zauberei, eine Form der Zauberei oder eines der wichtigsten oder schlimmsten Formen der Zauberei ist die Zauberei zur Trennung. Damit, oder zum Beispiel, es kommt dazu, dass man dafür sorgt, dass diese Person gar nicht erst heiratet, zum Beispiel aufgrund der Zauberei. Wichtig hier ist immer, liebe Geschwister, dass wir uns nicht verrückt machen. Dieses Thema wird sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne benutzt, um Geld von den Menschen zu nehmen, um sie auf den Arm zu nehmen. Deswegen brauchen wir hier ein gesundes Gleichgewicht. Ja, wir müssen uns beschützen vor jedem Unheil, indem wir Ruqya machen, wir selbst, indem wir unsere Kinder beschützen, indem wir die Voraussetzungen einhalten für ein glückliches Leben. Das müssen wir machen. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht denken, wir sind machtlos gegenüber die Shayatin. Nein, wir haben viele Möglichkeiten, wie gesagt, durch den Koran und durch die Sunna, dass wir uns beschützen. Also da brauchen wir eine Dosis an Iman, sodass wir es nicht übertreiben mit Zauberei. Weil es gibt Leute, die bei jedem Zucken sagen, ich bin verzaubert worden. Ja, und das kann leider auch zu Zwietracht wieder führen zwischen Familien, weil dann die Behauptung entsteht, du hast bestimmt verzaubert oder Allahu a'lam, irgendetwas. Also, وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Die Zauberer, wie gesagt, gibt es schon immer. Und wenn wir schon über Zauberer reden, möchte ich eine Gruppe von Zauberern erwähnen, die einfach verblüffend sind. Und zwar die Zauberer zur Zeit von Musa alayhi salam.
Ihr kennt bestimmt die Geschichte, Musa a.s. ging zu Pharaon und er hat ihm gesagt, wir sollen uns versammeln zu einem bestimmten Tag, Yawmuzzina, und da können deine Zauberer kommen und ich komme dorthin und dann gucken wir, wer siegt. Auf jeden Fall, als dann dieser Tag eingetreten ist, die Leute versammelt wurden, die Zauberer haben dann begonnen und ihre Stöcke oder Schnüre, was sie da alles hatten, sahen so aus, wie Allah Azza wa Jal sagt, sahen so aus, als ob sie Schlangen werden und so weiter, sodass sogar Musa a.s. Angst bekommen hat und dann hat Allah Jalla wa Ala gesagt, habe keine Furcht. Ja. Als Musa a.s. nun seinen Stock legte und es zu einer Schlange wurde, warfen sich diese Zauberer sofort nieder, also vor Allah, nicht vor Musa, warfen sie sich nieder vor Allah und sagten, dass sie an Allah Azza wa Jal glauben. Dieses Phänomen, liebe Geschwister, ist etwas Besonderes, dass du von 0 auf 100 in Millisekunden, du glaubst sofort und hältst dich daran. Und Pharaon hatte ja angedroht, dass er sie kreuzigen wird, und hat er auch dann am Ende getan, aber sie sagten, urteile wie du möchtest, du urteilst nur im Diesseits. Im Jenseits also wirst du nicht urteilen, dort urteilt Allah, der Gerechte. Dieser Imanschub von jetzt auf jetzt, der ist einfach verblüffend. Nun, die Zauberer, und das sagte ja Allah Jalla wa Ala, Zauberei ist was? So, also den Blick verzaubern auf etwas. Das heißt, diese Stöcke, die sie geworfen haben, diese Zauberer, die sind ja Stöcke geblieben. Die haben sich nicht geändert. Es gab keine Metamorphose und der Stock wurde eine Schlange oder so. Sondern der Stock ist Stock, die Schnur ist Schnur, aber die Leute haben etwas anderes gesehen. Sie haben auf einmal eine Schlange gesehen. Also verzaubert wurde das Sehen, nicht die Gegenstände an sich. Aber als Musa alaihi salam den Stock warf, hat sich der Stock in eine Schlange verwandelt. Da wussten diese Zauberer, das ist keine Zauberei. Das ist nicht mehr Zauberei. Zauberei, der Stock bleibt so, wie es ist. Nur du verzauberst den Blick der Leute. Aber als die gemerkt haben, Junge, dieser Stock ist eine Schlange geworden, das ist nichts, das hat nichts mehr mit Zauberei zu tun, das ist etwas von Allah. Deswegen haben sie sofort geglaubt. Sie haben einen Beweis gesehen, dass Musa nicht lügt. Wenn er von Allah redet, von einem Gott redet, der angebetet werden soll, dann hat er recht. Und dieser Iman war so stark, dass sie dafür sterben wollten. Sie waren bereit, sind auch gestorben dafür. Und das ist eben das Verblüffende, liebe Geschwister, dass man standhaft bleibt, weil man weiß, man hat die Wahrheit. In einer Zeit, in der man als Muslim immer und immer wieder kritisiert wird, müssen wir an dieser Wahrheit festhalten. Wir müssen wissen, wir sind auf der Wahrheit. Wir dürfen daran nicht zweifeln. Und diese Zauberer wussten eben, was die Wahrheit ist und haben dann eben an Allah Azza wa Jal geglaubt. Gut, was hat es jetzt mit dieser Zauberei hier in dieser Sura zu tun? Von dem Übel der Knotenbläserinnen. Hier wird die Zauberei erwähnt und zwar anscheinend von Frauen, weil das ja weiblich ist. An-Naffathat. Also den Knotenbläserinnen. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah erwähnt nun folgende Frage. Wenn nun gefragt wird, die Zauberei wird sowohl von männlichen als auch weiblichen Personen ausgeübt, warum ist hier nur von weiblichen Personen die Rede? Dann wird geantwortet, sagt er, dies geht auf den Offenbarungsgrund zurück. Denn einige Töchter des Labid. Labid war ein Mann und dessen Töchter belegten den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit einem Zauber.
Das hatten einige erwähnt. Also warum Nafathat? Eben weil es Frauen waren, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam verzaubert haben. Die Töchter von Labid. Ja. Die andere Antwort lautet, dass mit den Knotenbläserinnen hier die blasenden Seelen gemeint sind. Die Seele in jedem Menschen, der eben Zauberei ausübt. Nun, nicht Frauen. Also An-Nafs, die Seele, die eben dazu führt und dazu treibt, dass man Zauberei benutzt bzw. vollzieht, die sind damit gemeint. Und deswegen ist es hier weiblich. Es heißt aber nicht, dass hier nicht die Männer gemeint, nicht nur die, also nicht Männer gemeint sind, sondern auch Männer umfasst diese Ayah. Also min sharrin naffathati fil 'uqad, also jede Seele, egal ob Mann oder Frau, die diese Zauberei ausübt. Warum hat man gesagt, dass es doch diese Bedeutung ist? Weil die Überlieferungen sagen, dass es Labid selbst ist und nicht seine Töchter, der diese Zauberei ausübt. Und zwar wurde authentisch überliefert über Aisha, den Hadith hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Und zwar sagte sie, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde von einem Mann aus dem Stamm von Banu Zurayq verzaubert, der Labid heißt. Da schien ihm dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, also es erscheinte dem Propheten, dass er Dinge getan hätte, die er nicht tat. Ja, er hat Vorstellung gehabt, dass er etwas tut, was er aber nicht getan hat. Eines Tages oder eines Nachts, als er bei mir war, also bei Aisha radiallahu anha, sprach er mehrfach Bittgebet und sagte dann zu mir, O Aisha, hast du bemerkt, dass Allah mich aufgeklärt hat, worüber ich ihn befragte? Es kamen zu mir zwei Männer, der eine saß neben meinem Kopf und der andere neben meinem Fuß. Der eine fragte seinen Gefährten, was schmerzt diesen Mann? Da sagte der andere, er wurde verzaubert. Er sagte, wer hat ihn verzaubert? Der andere sagte, Labid. Hierauf fragte er, wie? Der andere sagte, mit einem Kamm mit Haaren und mit der Blütenscheide einer, eine Blüte, Darwan. Und der Aisha sagte, Entschuldigung, einer männlichen Palme, der Ort war dann in Darwan. Er sagte, und wo sind diese Dinge? Er sagte, in einem Brunnen in Darwan. Und Aisha sagte, radiallahu anha, so ging der Prophet mit einer Gruppe seiner Gefährten dahin. Und als er zu Aisha zurückkam, sagte er, bei Allah, als ob das Wasser sich mit Henna, also Hinna, gefärbt hätte und die Palmen sahen wie Köpfe von Teufeln aus. Sie sagte, ich fragte ihn, O Gesandter Allahs, wolltest du diesen Zauber nicht herausnehmen? Er sagte, Allah hat mich bereits geheilt und ich wollte unter den Menschen kein Unheil stiften, so befahl er es zu begraben. Das heißt, Aisha sagte, warum hast du diesen Zauber nicht geholt und gesagt, hört mal zu, guckt mal, schaut mal, ja, euer Labid hier, der hat verzaubert und so. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich wollte kein Unheil stiften, jetzt hier ein ganzes Tovabo hier, ja, sondern er hat es einfach begraben, sallallahu alaihi wasallam. Und das zeigt noch einmal seinen noblen Charakter, dass er nie, alaihi salatu wasallam, sich aufgeregt hat, wenn es um seine Person ging. Um seine Person, Unrecht ihm gegenüber, hat er immer verziehen. Egal, macht was ihr wollt, egal. Wenn es natürlich um das Recht anderer ginge, um die Religion ging, dann ist wieder was anderes. Aber wenn es um seine Person ging, dann hat er, alaihi salatu wassalam, immer verziehen. Also an diesem Hadith erkennen wir nun, dass der Prophet, alaihi salatu wassalam, eben in einem Traum, das war ein Traum, diese zwei Engel gesehen hat, also in Gestalt von Menschen, und die ihm dann gesagt haben, wo dieser Zauber begraben oder wo dieser Zauber herrscht. Weil die Zauberei, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, wenn nun jemand verzaubern möchte, dann ist es gang und gäbe, dass man Sachen, Materialien benutzt, eher von dieser Person, die man verzaubern möchte,
Haare, Kleidung, ist egal was, und vergrabt es oder buddelt es oder steckt es irgendwo hin. Sehr oft in Friedhöfen oder Allahu a'lam wo. Ja? Gibt unterschiedliche Orte. Und damit man das auch nicht entdeckt, so damit dieser Zauber lange bleibt. Ja? Manchmal gibt es solche wirklich kranke Menschen, die das dann mit verstorbenen Menschen da verbuddeln. Kein Mensch kommt auf die Idee, da dieses Grab da nochmal zu öffnen, zu gucken, ob da Zauber ist. Und dann hält dieser Zauber natürlich an. Ja, das heißt, wie gesagt, diese Probleme, Ehe oder auch andere Sachen, Schmerzen. Ja, man geht zu 5000 Ärzten und findet keine Lösung. Warum? Weil man verzaubert wurde. Das heißt nicht, dass bei jedem Schmerz, für den du bis jetzt kein Medikament hast, Zauberei da eine Rolle spielt. Nochmal, nicht verrückt machen lassen. Aber wir dürfen das auch nicht leugnen. Das ist eine Tatsache. Auch wenn wir natürlich in einer Gesellschaft leben, die sowas Metaphysisches nicht glauben will, aber das kann ja uns egal sein. Wir glauben ja an die verborgene Welt. Und die Djinn sind Teil dieser verborgenen Welt und die Djinn begehen diese Zauberei. Und deswegen muss jeder Muslim sich beschützen vor diesem Unheil, wie eben durch diese Sura. Das ist der Offenbarungsanlass dieser Sura. Allah Azza wa Jalla hat also dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die zwei Suren der Zuflucht zu Allah gegeben, Suratul Falaq und Surat An-Nas, Al-Mu'awwidhatayni. Also die zwei Suren, die man benutzt, um Zuflucht zu suchen bei Allah. Und deswegen finden wir, dass diese Suren nach jedem Gebet gelesen werden sollten, zum Morgen und zum Abend, dass sie gelesen werden, wenn wir schlafen gehen, sehr oft an vielen Zeiten. Und deswegen müssen wir uns die Frage stellen, wie oft lesen wir denn diese Suren? Wie oft lesen wir diese Suren? Wenn wir viele Leute, möge uns Allah allen vergeben, sehen, nach dem Gebet nichts wie weg. Ja? Keine zwei Sekunden bleibt man weiter da. Morgens, abends sagen auch sehr viele diese Azkar nicht. Zum Schlafen gehen sagt man auch keine Azkar. Ja, dann ist kein Wunder, dass auch dieses Unheil einen Menschen trifft. Deswegen müssen wir uns an diese Azkar halten, an diese Suren halten. Wenn, bevor du schläfst, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, dass er diese drei Suren gelesen hat, dann in die Hände gepustet hat, dreimal, ja, dieses Nefth nennt man das, also das ist ein Spucken ohne Speichel, ja, ein starkes Pusten oder ein Spucken ohne Speichel. Dreimal und dann hat er eben das, wenn man das sagen kann, geschmiert oder massiert an seinem ganzen Körper. Ja? Das macht er dreimal, bevor er schlafen geht. Bevor du schlafen gehst, sagst du Bismillah und streichst über deine Matte, über deine Matratze und so weiter und so fort. Diese Adhkar sind sehr wichtig für unser Leben, für unser Schutz. Denn wir haben mehrere Feinde. Wir haben die Seele, wir haben die Djinn, wir haben die Gelüste. Es sind viele, die deinen Iman angreifen möchten. Dann brauchst du auch mehrere Stellungen. Und wie wir schon bereits gesagt haben, als der eine Lehrer, ein Gelehrter, seinen Schüler ermahnen wollte, erziehen wollte und ihm sagte, wenn du läufst und du siehst so ein Schafshund, also ich meine Schäferhund, also ein Hund eines Schäfers, ob das jetzt ein Schäferhund ist oder ein, gut, beim Dackel muss jetzt nicht gerade wegrennen, ja, ein Rottweiler, ja, ich glaube, das Wegrennen bringt dann auch nichts mehr bei einem Rottweiler. A'udhu billah min al-Rottweiler. Auf jeden Fall, wenn du einen Hund siehst, eines Schäfers, und der will jetzt auf dich los, was machst du?
Er sagte für alle Tierschützer, ich werfe mit einem Stein, ja, auf ihn. Dann sagte, und wenn er wieder zurückkommt, dann sagte er, ich werfe noch einmal. Dann sagte er, das ist eine Sache, die wird lange andauern. Rufe den Herrn dieses Hundes, also herrschen, ja, und sag ihm, behalt bitte deinen Hund bei dir. Und ebenso ist es, diese ganzen Versuchungen, beziehungsweise diese Shayatin, die einen Menschen angreifen möchten, du selbst bist zu schwach, als dass du es aufnimmst mit diesen. Sondern wir müssen Zuflucht suchen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen dürfen wir diese Avkar nie vernachlässigen. Diese Avkar, egal ob beim Schlafen, wenn wir aufwachen, wenn wir auf die Toilette gehen, wenn wir rausgehen, wenn wir uns anziehen, wenn wir uns ausziehen, wenn wir rausgehen aus der Wohnung, in die Moschee rein, in jedem Schritt in deinem Leben gibt es ein Dhikr. Und wenn es keinen besonderen Dhikr gibt, gibt es allgemeine Adhkar. Ja, du kannst immer La ilaha illallah sagen, immer Subhanallah, Alhamdulillah. Du kannst immer Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam aufsagen. Und deswegen sagte ja der Prophet alaihi salatu wassalam zu einem Gefährten, deine Zunge soll sanft bleiben durch das ständige Erwähnen Allahs. La yazalu lisanuka ratban bi dhikrillahi tabaraka wa ta'ala. Also wir sollen stets Allah erwähnen. Und Allah sagte ja im Koran, und die stets Allah gedenkenden Männer und die stets Allah gedenkenden Frauen. Oder die viel Allah gedenkenden Männer und die viel Allah gedenkenden Frauen. وَذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّكِرَاتٍ. Und einige Ulama sagten, wenn du zu diesen Leuten gehören möchtest, die viel Allah gedenken, dann halte dich an das Gedenken zum Morgen und zum Abend. Dann gehörst du zu denjenigen, die viel Allah gedenken. Zum Morgen bedeutet nach dem Subh-Gebet. Also nachdem du Subh-Gebet betest, danach sagst du deine Adhkar. Du musst nicht alle Adhkar im Hisnul Muslim oder wenn du diese Liste der Gedenken zum Morgen und am Abend hast, du musst nicht alle, aber einige, du kannst sie auch auf dem Weg sagen. Und zum Abend bedeutet vor dem Sonnenaufgang. Und Allah Azza wa Jalla sagte ja, vor dem Sonnenaufgang und vor dem Sonnenuntergang meine ich. Also vor Maghrib und vor dem Sonnenaufgang. Da sollen wir immer zum Morgen und zum Abend Gedenksprüche aufsagen. Es gibt viele und ich rate jedem Muslim, dieses Buch Hisnul Muslim zu haben. Ja, nach dem Koran sollte jeder auch Hisnul Muslim haben. Dieses Buch gibt es auch im Internet, gibt es übersetzt auf Deutsch, auf allen Sprachen und so weiter und so fort. Warum? Weil dieses Buch wirklich gesegnet ist. Warum? Weil da wirklich alle Adhkar vorhanden sind, die du überhaupt brauchst für dein Leben. Und es ist keine Schande, wenn man das nicht auswendig kann. Man kann es ja immer nachlesen, das ist kein Problem. Also das ist die Ayah und vor dem Übel der Knotenbläserinnen. Daraus müssen wir entnehmen nun das praktische Verhalten aus dieser Ayah, dass wir uns schützen vor Zauberei, vor Neid und vor anderen Sorten des Unheils aufgrund der Djinn, wie wir das schon mal bei der Isti'ada, glaube ich, schon erwähnt haben, bei A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Dann kommt die Aya, die letzte Aya, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدْ. Und vor dem Übel eines jeden Neidenden, wenn er neidet. Auch dieses Übel ist ein äußeres Übel. Das Neid oder der Neid, Al-Hasad, geschieht ja von einem anderen. Er beneidet dich im Sinne von, dass er an dir etwas sieht, was er gerne hätte. Und das ist ja noch nicht der Neid. Neid bedeutet, dass man sich wünscht, dass die Gabe, die jemand erhalten hat, verloren geht. Das ist Neid. Neid, wir haben im Arabischen, im Arabischen, in der Sunna, Koran und Sunna, zwei Begriffe, die wir voneinander unterscheiden müssen. Es gibt Al-Hasad und Al-Ribta. Al-Hasad
und Al-Ribta. Al-Ribta ist etwas, was du dir erwünschst. Und Al-Hasad ist Neid. Was ist der Unterschied? Der Unterschied, dass bei Neid noch einmal ein Verlangen vorhanden ist, dass die Gabe verloren geht. Du hast ein Auto und er wünscht, dass du dieses Auto nicht mehr hast. Hoffentlich macht er damit einen Unfall oder sowas. Oder hoffentlich wird es geklaut. Hauptsache, der hat dieses Auto nicht mehr. Das nennt man Neid. Aber wenn du ein Auto siehst und du sagst, Allah, ich hätte gern auch so ein Auto, das ist nicht haram. Das nennt man Ribta. Gut, es gibt Wichtigeres, als ein Auto sich zu wünschen, aber es wäre halal. Ja? Gut, hier sagt aber der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Neid, sagt er, Hasad, ist nur in zwei Sachen erlaubt. Welche? Nein, nicht, ja. Bei jemandem, der sein Vermögen für Allah ausgibt. Genau. Und? Ja, Wissen allgemein. Also jemand, der Wissen hat, beziehungsweise jemand, der Geld gut ausgibt. Da darf Neid vorhanden sein. Was für Neid? Natürlich nicht dieser erste Neid, den ich erwähnt habe, dass du dir wünschst, diese Gaben gehen verloren bei dem Menschen. Er behält sie nicht mehr, sondern diese zweite Bedeutung, Ribta. Ja, also mit Hasad hier ist die Ribta, also dieser Wunsch eben nach diesen Gaben. Das heißt, du darfst nur dann sagen, Wallah, ich hätte auch gerne diese Sache. Bei was? Bei Wissen, egal welches Wissen das ist, natürlich an allererster Stelle das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Oder wenn du siehst, wie ein Mensch ein Vermögen ausgibt, oder Geld, muss ja jetzt nicht ein ganz Vermögen sein, Geld ausgibt für gute Zwecke. Und diese Form dieses Wunsches, das sollst du natürlich, also du sollst es dir nicht nur wünschen, sondern du sollst danach streben, es auch zu erlangen. Ja, du sollst Wissen dir erlangen und du sollst Geld erlangen und es gut umsetzen. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala erwähnte hier drei Arten von Neid. Die verabscheuenswürdigste Form ist bei dem der Neider andere den Verlust von gutem wünscht. Das hatte ich ja erwähnt. Die zweite Art bewirkt, dass der Neider den anderen wünscht, dass die Dinge bleiben. Ja, du sollst dein Cayenne bleiben, also bei dir halten und viel Spaß noch damit. Ja. Also dass er wünscht, dass diese Dinge bleiben, wie sie sind, dass ihnen also nichts Gutes widerfahren solle. Das heißt, du sollst nicht mehr bekommen. Also du hast deinen Cayenne, aber hoffentlich wird es nicht in Maybach. Ja? Also du sollst bitte so bleiben. Und er sagt, Ibn Qayyim, er hasst es, wenn Allah seinem Diener noch mehr Gunst erweist. Dafür liebt er es, wenn schlechte Zustände so bleiben, wie sie sind. Das ist natürlich auch nicht wünschenswert. Die dritte Art ist der Neid desjenigen, der sich das, was der andere besitzt, für sich selbst ersehnt. Er möchte den Zustand des Beneideten erlangen, ohne ihm jedoch den Verlust der Gaben zu wünschen. Das ist diese Ribta, die ich erwähnt habe, und das ist Halal. Ja, du siehst, jemand hat eine Villa mit Swimmingpool und du sagst, Allah, ja, es wäre schön, wenn ich das auch hätte. Bitte schön, kannst dir gerne das auch wünschen. Möge Allah uns das alle geben. Das war ein schwaches Amin. Gut, egal, einige wollen es nicht, gut. Amin, ya Rabbal Alamin. Und dies ist nicht verwerflich, sagt Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, denn im Gegensatz zu den zwei ersten Arten des Neides beinhaltet dieser keine Missgunst. Und das ist eben etwas, was der Mensch nicht haben sollte, dieses Verhalten. Missgunst. Deshalb wird dieser Neider dafür nicht getadelt. Was ist denn, welcher Glaubensaspekt führt zum Neid, wenn er denn nicht richtig ist? Welcher Fehler in der Aqida
führt denn zu Neid? Fehler im Glauben. Barakallahu fik. Der Glaube an die Vorbestimmung. Allah Jalla wa Ala hat alles aufgeteilt. Allah hat alles bestimmt. Wir kennen den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn der Mensch im Leibe seiner Mutter ist, und zwar am 120. Tag, also nach 4 Monaten, schickt Allah Jalla wa Ala einen Engel, der 4 Angelegenheiten niederschreibt. Was sind diese 4 Angelegenheiten? Ja? Also das Leben, wie lange man lebt, glücklich oder nicht, also die Versorgung, das ist das Leben, männlich oder weiblich, ob es ein Männlein oder Weiblein wird. So, das hat Allah also vorgeschrieben, deine Versorgung, Versorgung ist natürlich Essen und Trinken, aber alles andere, dein Wissen, dass du heiratest, ist eine Versorgung, dass du Kinder bekommst, ist eine Versorgung. Alles, was du erhältst, ist Versorgung. Materiell oder immateriell. Also Allah Jalla wa Ala hat dies festgelegt, dass du ein Mercedes bekommst oder Allahu A'lam Hubschrauber, such dir aus, was du möchtest. So, wenn ich jetzt das sehe an dir, du hast Wissen, du hast Kinder, du hast geheiratet, du hast Allahu A'lam, du machst Urlaub, du, egal was du für eine Gabe hast. Wenn ich mir wünsche, Al-Hasad ist ja was, wenn ich mir wünsche, dass das nicht mehr bei dir bleibt, mit wem habe ich hier ein Problem? Mit Allah, warum denn? Ja? Genau, also ich bin nicht zufrieden mit der Aufteilung Allahs. Und das ist das Fatale beim Hasad, beim Neid. Ich bin nicht zufrieden, dass Allah Jalla wa Ala dem einen einen Mercedes gegeben hat und mir nicht. Deswegen muss ich mir die Frage stellen, denke ich denn, dass Allah ungerecht ist oder unweise ist? Deswegen gibt es im Arabischen, also nicht ganz immer, also im Arabischen und dann noch bei uns, ja, also im Tunesischen, sagt man, Allah, das ist nicht erlaubt, ja, aber die Leute haben nicht so ein richtiges Verständnis. Also die Tuneser unter euch werden das verstehen, ja, tilfu illi ma'andush zurus. Sahihullah. Afwan? الحلب بالأوذان احنا عندنا الفول بقى لا ده قديم كلامه مسوس اللي ما عندوش فلوس also Allah gibt فول بونن oder was genau ne kisha erbsen hummus also الفول also Allah عز وجل gibt die Bohnen jemandem der keine Zähne hat heißt was will man damit sagen? Dass Allah unweise ist. Jemand, der keine Zähne hat, der kann nicht die Bohnen essen, weil da muss er das zerkauen. Deswegen, das sagen Leute leider, aber das ist ja fatal. Du bezichtigst hier Allah der Unweisheit. Dass er Unsinniges macht. Und das ist eben genau das Problem bei jemandem, der beneidet auf dieser unerlaubten Art und Weise. Das heißt, du behauptest hier, du bist klüger und intelligenter und gerechter und barmherziger als Allah, sodass du nun erklärst, der hat diesen Mercedes nicht verdient oder der hat diese Kinder nicht verdient oder der hat diesen Job nicht verdient oder dieses Wissen nicht verdient oder dieses Ansehen nicht verdient. Man kann ja vieles beneiden. Es ist nicht verboten, dass du sagst, ich würde gerne auch Kinder haben oder eine Familie haben. Oder das ist ja nicht verboten, dass du dir das wünschst. Aber dass du so weit kommst, dass du dir wünschst, dass diese Gaben vergehen, du freust dich, wenn er sich trennt, wenn seine Kinder ihn verlassen,
wenn er eine Autopanne mit seinem Auto hat, wenn er die Kündigung bekommt von seinem Job. Und hier, liebe Geschwister, sind einige Menschen, ist die Krankheit der Herzen so weit fortgeschritten, dass man sich freut, wenn seine eigenen Geschwister leiden. Geschieht ihm recht. Das ist gut so. Wie krank muss man denn da sein? Dass man Freude empfindet, wenn es seinen Geschwistern schlecht geht. Und das ist natürlich eine der derbsten Formen der Krankheit im Herzen. Sondern du musst deinen Geschwistern Gutes wünschen und nicht Schlechtes wünschen, egal wie sie sind. Ja, auch wenn sie, jeder Mensch hat Fehler, aber ich darf doch nicht schadenfroh sein, nur weil ich irgendwie eine unterschiedliche Meinung habe oder so. Ja, das gilt ja, also wir dürfen keinen Schaden, nicht schadenfroh sein, auch bei Nicht-Muslimen. Ja. Und erst recht natürlich bei unseren Geschwistern. Also deswegen, liebe Geschwister, müssen wir davor achten, jeder Mensch muss sich immer prüfen. Habe ich diesen Drang? Habe ich diese Ansicht? Weil Al-Hasad ist ein Riesenproblem mit Allah Jalla wa Ala. Du hast hier ein Problem mit der Gerechtigkeit Allahs. Du weißt nicht und erkennst nicht an, dass Allah gerecht ist. Aber ich bin doch krank und ich bin arm und ich bin abgeschottet und ich bin und ich bin. Und Allah hat den anderen gegeben. Ja gut, aber warum wünschst du dir, dass Allah das wegnimmt, den anderen? Wünsch dir doch, dass Allah dir das auch gibt. Das ist so nochmal, das ist nicht haram. Aber haram ist es zu wünschen, dass Allah es den anderen weggibt. Und das zeigt, wie krank man ist. Und der Rasul alayhi salatu wassalam sagte, Al-Hasad ist das, also wie ein Rasierer. Er rasiert nicht die Haare, sondern die Hasanat. Also der nimmt die Hasanat weg, ja, verbrennt sie. Ja, warum? Weil du ein Riesenproblem mit Allah Jalla wa Ala selbst hast. Und nicht nur mit diesem Menschen, der jetzt ein Auto hat oder so. Also das ist die dritte Form, vor der wir uns in Acht nehmen müssen. Und wie gesagt, Allah Jalla, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, es darf keinen Neid geben, außer in zwei Fällen. Wenn Allah einem Menschen Reichtümer gibt und er diese dorthin bringt, wo sie in gerechter Weise verwendet werden können, und ein Mensch, dem Allah Weisheit gibt und er mit dieser zu richtigen Entscheidungen und zur Belehrung anderer beiträgt. Also derjenige, der dieses Wissen benutzt, um der Menschheit, um die Menschheit voranzubringen. Also nochmal, Al-Hasad, das Fatale an dieser Sache ist die mangelnde Zufriedenheit mit Allah. Und das ist also Al-Hasad, ist das Gegenteil von Zufriedenheit mit Allah. Es ist ein Symptom für diese Unzufriedenheit. Aber die Zufriedenheit ist eben der Dreh- und Angelpunkt des Glaubens. Denn die Zufriedenheit ist der Schlüssel zum Paradies. Allah Jalla wa Ala sagt, Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyah. Also, o du ruhende Seele, kehre zurück zu deinem Herrn in Zufriedenheit. Das heißt, wer nicht zufrieden ist mit Allah Jalla wa Ala, wird nicht auf einer ruhigen Art und Weise zurückkehren zu Allah Jalla wa Ala und wird dadurch auch nicht ins Paradies gelangen. Und deswegen empfindet der Mensch den Geschmack des Glaubens nur, wenn er diese Zufriedenheit hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ذاق طعم الإيمان, den Geschmack des Glaubens kostet und genießt jener, der zufrieden ist mit Allah als Herrn, mit dem Islam als Religion und mit dem Propheten, mit Muhammad alayhi salatu wasalam als Propheten. Wenn du mit diesen drei Sachen zufrieden bist, wirst du den Iman, den Glauben genießen. Und deswegen sehen wir bei Menschen zum Beispiel, die arm sind, die krank sind, die Schulden haben und trotzdem haben sie einen Genuss im Leben. Woher?
Zufriedenheit mit der Entscheidung Allahs. Das heißt nicht, ich wünsche mir jetzt die derbste Krankheit und die höchsten Schulden. Nein, darum geht es nicht. Du sollst keine Schulden haben, wenn es geht. Du sollst nicht krank werden, wenn es geht. Du sollst reich werden, wenn es geht. Aber wenn es nicht geht, was machen wir dann? Dann sind wir zufrieden. Und deswegen sagte auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, verwunderlich ist die Lage eines Muslims, Situation eines Muslims. In jeder Situation liegt Gutes in ihm. Wenn ihm Gutes widerfährt, bedankt er sich bei Allah, so ist es gut für ihn. Und wenn ihm Schlechtes widerfährt, was macht er dann? Ist er geduldig, genau, und dies ist gut für ihn. Das heißt, wir leben zwischen zwei Fronten. Dankbarkeit, Geduld. Das ist unser Leben. Du bekommst was Gutes, Alhamdulillah. Du bekommst was Schlechtes, auch Alhamdulillah in Geduld. Dass du in Geduld verharrst. Wie kann ich denn geduldig sein, wenn ich weiß, wer mir das gegeben hat? Wenn ich weiß, wer mir diese Prüfung gegeben hat? Wenn ich weiß, wer mir diese Gabe entnommen hat? Wenn es Allah Jalla Jalaluhu ist, dann muss ich wissen, dass hier eine Weisheit liegt. Aber wenn ich kein Vertrauen auf Allah habe, dann kann ich das nicht genießen. Noch einmal immer wieder das Beispiel, wenn ich eine Operation machen möchte und ich werde aufgeschlitzt und Blut wird vergossen und so weiter und so fort. Es kann sein, dass ich nicht selbstständig atmen kann und trotzdem freue ich mich auf die OP. Warum? Weil ich weiß, ich habe Vertrauen zu diesem Arzt, weil ich weiß, die Schmerzen gehen dann weg. Möge Allah alle unsere kranken Geschwister heilen. Das heißt, du hast Vertrauen zu diesem Menschen, weil du seine Eigenschaften kennst. Du weißt, er ist wissend, er ist fähig, er ist gnädig, obwohl die meisten machen es ja für Geld, nicht wahr? Aber trotzdem, er hat eben diese Barmherzigkeit, dass er dich behandelt, ja? Und weil du diese Eigenschaften kennst, bist du zufrieden mit seiner Entscheidung. Stell dir mal vor, ein Arzt kommt zu dir und sagt, ja gut, wir müssen jetzt aber ihr Bein amputieren. Gut, es ist ein Schicksalsschlag, aber diesen Arzt, bedankst du dich dann am Ende oder beleidigst du ihn am Ende nach der OP? Man sollte natürlich ihn danken. Warum? Weil diese Krankheit würde ja weitergehen. Ja, wenn das nicht dein Bein wäre, würde dann vielleicht es dich umbringen am Ende, diese Krankheit. Weswegen, möge Allah uns davor bewahren alle, weswegen dein Bein amputiert wurde. Und deswegen einer der Gefährten, als sein Bein amputiert werden sollte, und es gab ja keine Narkose, wie es heute gibt. Ja? Heute merkst du ja gar nichts. Gut, danach vielleicht den Schmerz, aber während der Amputation merkst du ja nichts, bist ja am Schlafen. Ja? Und damals gab es das nicht. Das heißt, man war ganz wach und das Bein musste amputiert werden. Auf jeden Fall sagte er ihnen, gut, es gab ein paar Pflanzen, ja, die ein bisschen betäubend sind, aber das ist ja nicht so wie heute. Dann sagte er, was für Pflanzen? Wenn ich anfange zu beten, dann wartet kurz und wenn ich dann im Gebet bin, dann amputiert das. Warum? Weil der mit seinem Gedanken vollkommen weg ist. Können wir leider nicht mehr nachvollziehen. Möge Allah uns recht leiten. Ja? Er ist dermaßen in Demut vor Allah, dass er alles vergisst. Gut, das können wir nachvollziehen. Entschuldigt, das war jetzt falsch von mir, aber nicht im Gebet. Ja, das können wir nachvollziehen, zum Beispiel, wer spielt heute Fußball? Ja, ist ja egal, weil egal wer gewinnt, ich habe ja nichts davon. Auf jeden Fall, wenn wir uns jetzt, also wer Fußball sieht, ja, oder ihr könnt euch was anderes anschauen, und wenn wir dann, ja, wenn dann einer so ein Salto macht, ja, oder ein Fallrückzieher, und alle schauen dann richtig zu, und dann kneift ihn einer, und der ist nicht da, ja, der hast du diesen Rückzieher gesehen, und so, am Ende hat er einen blauen Fleck, woher kommt er denn? Ja, guten Morgen, ich habe dich doch gekniffen, ja, bis zum Umfallen. Der ist mit seinen Gedanken woanders.
Gut, es gibt Menschen, die sind mit ihren Gedanken woanders, wenn jemand Fußball spielt, der andere ist mit dem Gedanken woanders, wenn er vor Allah steht. Also möglich ist es, aber man darf das nicht leugnen, nur weil wir unfähig sind dazu. Möge Allah uns vergeben. Also sagte er, gut, wenn ich bete. Also haben sie es getan. Er hatte auch mehrere Kinder und ein Kind ist gestorben. Daraufhin sagte er, Alhamdulillah, dass Allah mir 4 Gliedmaßen gab. Und 1 davon hat er mir genommen. Und dass Allah mir mehrere Kinder, ich weiß nicht, von 10 oder so, mehrere Kinder gab und einen davon hat er mir genommen. Und deswegen, liebe Geschwister, wie ich immer sage, für den Muslim ist das Glas immer halb voll. Es ist nicht halb leer. Wir schauen immer, was ist geblieben, nicht was ist weg. Weil Allah Jalla wa Ala wird dir nie mehr wegnehmen, als du hast. Nie und nimmer. Es gibt keinen Menschen, dem Allah Azza wa Jal mehr Gaben weggenommen hat, als er ihm übrig gelassen hat. Es sind immer wenige. Egal, und wenn du 5 Krankheiten hast, hast du immer noch, möge Allah uns heilen und unsere Geschwister, dann hast du immer noch mehr Gaben, als er dir weggenommen hat, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen müssen wir immer motiviert sein, immer positiv eingestellt sein, dass wir nie an die Gerechtigkeit Allahs und an die Milde Allahs und an die Güte Allahs zweifeln. Allah Azza wa Jal sagt, und vielleicht verabscheut ihr etwas, doch es ist gut für euch. Und vielleicht liebt ihr etwas, doch es ist schlecht für euch. Und Allah weiß und ihr wisst nicht. Das ist also die Dosis Aqida, Glaube, die wir brauchen. Allah weiß und ihr wisst es nicht. Im ersten Moment scheint es ein Desaster. Und danach stellt sich heraus, es war das Tor zu deinem Glück. Dieses Desaster, das dir passiert ist, war der Schritt zu deiner Glückseligkeit im Leben. Und vielleicht sogar war das der Grund für deine Rückkehr zu Allah Jalla wa Ala und so weiter und so fort. Wir dürfen also nie aufgeben. Derjenige, der beneidet, hat ein Riesenproblem mit diesem Qada und Qadar. Mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Und zwar eben diese äußerlichen Schicksalsschläge, die einen treffen. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam. So viele Schicksalsschläge hatte er. Khadija ist gestorben, Abu Talib ist gestorben, seine 2 Pfeiler in seinem Leben. Khadija, die seine geliebte Ehefrau, die zu ihm stand, als kein Mensch an ihn glaubte, das sagte er selbst, ja, als Aisha radiallahu anha ein bisschen eifersüchtig wurde, obwohl sie ja schon längst tot war, Khadija radiallahu anha. Aber Rasul sallallahu alaihi wasallam, und das ist Liebe, das ist Liebe. Er hat sie so dermaßen erwähnt nach ihrem Tod, dass Aisha eifersüchtig wurde, die Frau ist tot. Ja. Dann sagte er, alayhi salatu wassalam, sie hat an mich geglaubt, als alle anderen nicht geglaubt haben. Ja, sie war die Frau neben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und jeder Mensch braucht diesen Halt. Jeder Mensch braucht diesen inneren Halt. Wenn er nach Hause kommt, der Ehemann, braucht er die starke Frau neben ihm, die ihm diesen Rückhalt gibt, die ihm ganzen Problemen entnimmt, die der Mensch ebenso empfindet. Und genauso soll der Ehemann eben dieser Halt sein für die Frau. Besonders in einer Zeit, in der die muslimische Frau immer kritisiert wird, unterdrückt wird und so weiter. Bitte schön, was machen wir denn am Tage? Wo zeigen wir denn den Islam? Wir Männer haben es doch gut. Unsere Schwestern sind es, die jeden Tag beleidigt werden, verspottet werden, angespuckt werden, schief angeschaut werden und so weiter. Und sie sind standhaft, mashallah, wie Berge. Und trotzdem, alhamdulillah, ziehen sie ihr Hijab an. Möge Allah azza wa jal sie alle beschützen. Ja? Deswegen, Khadija radiallahu anha, das war ein Halt für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die ist weg. Und der politische Halt, Abu Talib, ja, der äußere Halt, der Schutz durch Allah natürlich, denn durch Abu Talib wurde ja der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Ruhe gelassen. Und der ist jetzt auch weg. Beide in ein und demselben Jahr. Das war ein riesen Schicksalsschlag für den Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und deswegen hieß ja das Jahr, Jahr der Trauer.
Aber Rasul alayhi salatu wassalam hat weitergemacht. Es geht weiter. Es muss weitergehen. Du darfst nie aufgeben, egal welchen Schicksalsschlag du erhältst. Denn diese Schicksalsschläge sind nichts anderes als Schübe, damit dein Glaube gefestigt wird, damit dein Iman steigt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, diejenigen, die am meisten geprüft werden, sind die Propheten. Dann die danach, also die in der Stufe danach kommen, also die Gelehrten und die Gläubigen, die Gottesfürchtigen, das sind die, die danach kommen. Und jeder Mensch kann dazu zählen. Er muss jetzt nicht Professor für Islamwissenschaften deswegen sein, sondern er muss in seinem Herzen diese Zufriedenheit haben mit Allah Jalla wa Ala, als Herrn, mit dem Islam, als Religion und mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Prophet. Und charakteristisch ist, das zeigt, wie sehr diese Zufriedenheit eben wichtig ist, charakteristisch dafür ist eben, dass die Fragen im Grab eben genau diese sind. Wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Und wer ist dein Prophet? Wenn wir das nicht jetzt beantworten durch unsere Taten, werden wir im Grab sagen, ich weiß es nicht. Du kannst keinen Spickzettel schreiben und es mitnehmen oder auswendig lernen. Ich wiederhole es jetzt 1000 Mal, damit ich es unter der Erde dann sagen kann. Es geht nicht darum, ob du es auswendig konntest, sondern ob du es gelebt hast. Bist du zufrieden mit dem Islam als Religion? Es gibt leider Leute, die sich heute schämen dafür. Wenn irgendwie in den Medien zu sehr der Druck auf den Islam gemacht wird und die Muslime schämen sich. Warum soll ich mich schämen denn? Warum soll ich mich denn schämen für meinen Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala? Das ist so was ganz Normales, dass ich sage, ich bin Muslim, ich bin stolz, ein Muslim zu sein, aber ich bin auch hilfsbereit, ich will den sozialen Frieden hier und so weiter. Das heißt, wir dürfen nicht uns schämen dafür, dass wir an Allah azza wa jal glauben oder uns schämen dafür, dass wir den Propheten Muhammad als Prophet haben. Du musst stolz sein. Rasul sallallahu alaihi wasallam hat nichts Falsches gemacht, dass ich mich schäme für ihn. Wir machen vieles falsch. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam war ein nobler Mensch, ein ehrwürdiger Mensch. Sein Verhalten ist ein nobles Verhalten gewesen. Diese Zufriedenheit habe ich die mit Allah azza wa jal und mit seinen Entscheidungen, mit seiner Vorherbestimmung, mit seinen Geboten, mit seinem Propheten, mit seinem Buch. Das ist der Maßstab für mein Iman. Wenn es hier hapert, kommt es zum Neid. Wenn es hier hapert, kommt es zum Neid. Und hier müssen wir, liebe Geschwister, gleich inshallah, dann kommen wir zu den Fragen. Hier müssen wir auch sehr tief hineinschauen in unsere Herzen. Vielleicht ist der eine oder andere von uns nicht neidisch, wenn es um Autos geht oder was ist, ich Geld und so weiter und so fort. Aber es kann sein, dass Neid entsteht für was anderes. Einer sagte mal, ich habe 40 Jahre lang in der ersten Reihe hinter dem Imam gebetet. Und als der Imam dann gewechselt wurde und ein anderer aus der Reihe Imam wurde, habe ich im Herzen etwas empfunden. Dann wusste ich, die 40 Jahre waren nicht für Allah. Dieser Mensch hat reingeschaut in die Tiefen seines Herzens. Wenn ich da irgendwie was empfinde, dann müssen die Alarmsirenen läuten. Wenn ich merke, was war denn das gerade, dieses Gefühl in meinem Herzen, warum betet der, warum macht der Adhan, warum, Allahu A'lam, ist ja egal welche Sache. Dann muss ich wirklich die Handbremse ziehen und dann muss ich meinen Iman erneuern. Meinen Iman erneuern. Ich muss doch froh sein, dass mein Bruder, dass Allah ihm diese Gabe gegeben hat. Aber bin ich so diszipliniert? Habe ich so viel Iman und Zufriedenheit mit der Entscheidung Allahs, dass ich mich freue, dass er es ist und nicht ich? Hier hapert es. Hier hapert es. Da ernervt die Seele. Ihr sagt, okay, den Cayenne, den habe ich jetzt schon mal verlassen, ja, und so weiter. Und das Haus mit dem Swimmingpool, das habe ich jetzt auch weggelassen. Das ist mir alles egal, ihr könnt alle Häuser haben. Aber da war doch ein Problem. Und das ist eben
das Problem, wenn wir einen Fehler im Ikhlas haben, in der Aufrichtigkeit vor Allah. Wenn du merkst, du hast ein Problem mit deinem Bruder, weil er irgendetwas erhalten hat in der Religion, was du nicht erhalten hast, dann hast du ein Problem. Gut, du kannst es dir wünschen, nochmal, das ist nicht haram, aber na, darum geht es nicht. Wenn du dir wünschst, du wärst es und nicht er, was heißt denn das? Das bedeutet, du wünschst dir, dass er diese Gabe nicht mehr bekommt. Oder nicht? Zum Beispiel. Vorbeten, ne? Einfaches Beispiel. Wenn du sagst, hoffentlich kommt er heute nicht, hoffentlich bete ich heute vor. Ist das Ikhlas? Was hast du dir gewünscht? Anstatt dass du sagst, hoffentlich kommt er, inshallah, hoffentlich ist er heute gesund und hoffentlich geht es ihm gut und hoffentlich erlaubt ihm Allah noch einmal, dann bekommst du die Belohnung dafür, obwohl du es nicht gemacht hast. Warum? Weil du dir gewünscht hast, dass dein Bruder weitermacht, dass dein Bruder erfolgreich ist. Aber wenn du dir eben nicht das wünschst, sondern genau das Gegenteil. Und es gibt Leute, die sind so weit, die wünschen sich, dass ihre Geschwister Fehler machen. Dann geht es denen gut. Ja? Zum Beispiel während dem Gebet. Ja, der eine weiß noch nicht, wie man betet. Und der ist während dem Gebet, im Gebet, Allahu Akbar sagt er. Ja? Und der sagt nicht Allahu Akbar, im Herzen sagt er, ich bin Akbar. Ja? Aber mit der Zunge sagt er Allahu Akbar. Guck mal, der kann nicht beten. Also Leute gibt es. Ja. Und er betet, sagt Alhamdulillah Rabbil Alamin. Was für ein Rabb? Welchen Rabb meinst du denn? Dein Rabb? Deine Neigung? Deine Seele? Solche Krankheiten gibt es leider, liebe Geschwister. Deswegen darf niemand von uns denken, okay, Alhamdulillah, ich habe keinen... Nein. Guck, schau nochmal in dein Herz richtig tief hinein und guck, ob du da doch nicht irgendwo einen Fleck hast, bei dem Neid vorhanden ist. Besonders leider in religiösen Sachen. Warum? Der Mensch neigt dazu, dass er ansehen will, dass er Bestätigung möchte. Und wenn ich die Bestätigung bei den Menschen suche, durch die Religion Allahs, dann gut Nacht. Wenn ich die Dunya verlange und dafür meine Religion bezahle, dann gut Nacht. Anstatt dass ich die Dunya bezahle und dafür Allahs Zufriedenheit erlange. Und das ist, wie gesagt, eine sehr, 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 sehr sensible Angelegenheit. Und hier muss man wirklich seine Seele bezwingen. Solange die Seele noch mitredet bei dir, solange wirst du dieses Verlangen haben. Aber wenn du die Seele bezwingst, kein Wort, deine Seele darf nicht mit dir reden, dann wirst du sie bezwingen und dann wirst du es deinen Geschwistern auch gönnen. Dann wirst du es gönnen, dann wirst du auch keine Fehler suchen. Es gibt Leute, die suchen Tag und Nacht nach Fehlern. Oh, hast du nicht gesehen, hast du nicht gehört. Das ist alles eine Form des Neides. Warum sucht er Fehler? Warum? Er will diesen anderen schlecht darstellen. Und dann freut er sich. Alhamdulillah, ja, siehst du, ich habe gefunden, dass er eine Bid'ah macht. Bist du jetzt froh? Geht es jetzt besser? Ja? Wenn du diesen Fehler gefunden hast? Hierzu sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wer die Mängel seines Bruders, wer den Mängeln seines Bruders nachgeht, dem geht Allah seine Mängel nach. Bist du allwissend? Nein. Bist du allumfassend? Nein. Das heißt, du wirst, egal wie sehr du suchst, nicht alle Mängel finden. Wird Allah alle deine Mängel finden? Natürlich. Und wie geht es dann weiter? Und dann wird ihn Allah bloßstellen, selbst wenn er daheim ist. Bitteschön. Allah wird diesen Menschen bloßstellen vor der ganzen Welt, obwohl er daheim ist. Warum? Weil er die ganze Zeit nach den Fehlern anderer gesucht hat. Warum macht er das? Weil er krank ist im Herzen. Weil er diesen Neid eben hat. Ah, diese Stellung, er hat eine Stellung, die ich nicht habe, dann muss ich das suchen. Und der Shaitan gaukelt dir natürlich vor, ja, du musst das Gute gebieten, das Schlechte verbieten. Ja, wie? Indem ich Fehler nachsuche? Das Gute gebieten und Schlechte verbieten hat Regeln. Und die erste Regel ist die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wer einen
seinen Bruder beschützt, also behütet, indem er seine Sünden verdeckt, dem verdeckt Allah seine Sünden. Ja, wenn du einen Fehler gesehen hast, dann gehst du zum Bruder, Achi Barakallahu, guck mal, könntest du bitte das nicht mehr machen? Aber du redest nicht und prahlst nicht damit, ah, guck mal, dieser Mensch hat eben diese Fehler. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen vor jedem Neid und von jeder Augendienerei und vor jeder Selbstgefälligkeit. Möge Allah jalla wa ala uns erlauben, eine aufrichtige Reue zu fassen. O Allah, wir bitten dich, die Tore der Reue für uns zu öffnen und unsere Reue anzunehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden vergeben und unsere Stufen im Paradies erhöhen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vereinen mit unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa salli allahumma ala nabiyyina Muhammad.